Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. So, wir sind auf den letzten Metern zu unserer letzten Baustelle. Wie komme ich denn hier runter? Glaube so, ne? Hier, na, kein, na, da vorne war es. Hier war es, okay. Nehmen wir den Weg. Ich will nicht wieder stecken bleiben irgendwo. sagte es und grub sich ein. Oh Mann, und ich war auf dem regulären Weg, ne? Das möchte ich jetzt hier nur mal ganz offiziell festhalten. Na komm, egal. Komm ich raus aus dem Auto? Ja, natürlich nicht. Warum auch? Ach, ich hasse es. Na, komm da raus. Ich will nicht schon wieder 200 Öcken ausgeben. Ach je. Ach, meine Freunde, meine Freunde. Also wir werden jetzt definitiv, wird das jetzt hier die letzte Folge vorerst sein. Jetzt wird es erstmal ruhig um Lumberjacks Dynasty. Ich möchte jetzt einfach warten darauf, dass wir neuen Content kriegen. Neue Quests. Ja, dass wir einfach neue Sachen bekommen. Ich versuche mich jetzt anderen Dingen zu widmen. Der Hoffnung, dass ich wieder noch ein schönes Spiel finde, Neber. Hydroneer. Wobei ich glaube persönlich, dass ich eine zweite Staffel von, ach, wie hieß es hier, Gold Digger starten möchte. Das spricht mich auf jeden Fall nochmal an. Da haben wir schon ein bisschen Erfahrung drin. Da können wir schon einiges raushauen. Da ist es. Da können wir schon einiges raushauen. Und ich denke, da hätte ich mal wieder Bock drauf, das zu spielen. Da könnte man auch eine hübsche Serie nochmal machen. In Staffel 2 quasi. Das Spiel hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Ist quasi der, wenn ihr so wollt, der große Bruder von Hydroneer. Wenn ihr mal Bock habt oder vorab mal gucken wollt, ich habe auch eine hübsche Playlist von Staffel 1. Es hat sich viel getan in dem Spiel, sehr viel. Es gibt sogar eine Ranked Ladder inzwischen und das wäre natürlich was, wo ich ja echt Bock drauf hätte. Und ich glaube, da starten wir mal ein neues Spiel in der Ranked Ladder und schauen mal, wie weit wir da kommen, ne? Die Ranked Ladder hat ja, so ein paar Besonderheiten. Also es geht darum, wer im Endeffekt das meiste Geld in der Saison verdient. Beziehungsweise das meiste Gold schürft. Da kommen so ein paar Sachen mit rein. Wie viel Erfolg hat man beim Schürfen? Wie viel findet man? Denn man spielt das auch, soweit ich das gesehen habe, mit den berühmten Goldnuggets. Es gibt in diesem Spiel die Möglichkeit, Goldnuggets zu aktivieren, beziehungsweise nicht sie zu aktivieren, aber sie nicht zu deaktivieren, dann findet man hin und wieder, zufallsbasiert, einfach ein größeres Stück Gold, um halt einfach den Progress ein wenig nach vorne zu bringen, weil man, wenn man sich aufs normale Shippen verlässt oder aufs normale Goldsuchen verlässt, ich sag euch, da seid ihr alt und grau, bis ihr da genug Gold zusammen habt, um euch die ersten großen Maschinen zu kaufen. Weil die kosten richtig viel Geld in dem Spiel. Also wenn ihr gut seid und mal eine halbe Stunde oder eine Stunde grabt, selbst wenn ihr schon den ersten Bagger habt, ist es wirklich so, dass ihr in ein oder zwei Runden es vielleicht schafft, mit ein bisschen Glück, durchs normale Shippen vielleicht 10.000 Dollar zu verdienen, wenn ihr wirklich Glück habt. Wenn ihr Pech habt, verdient ihr nur 5.000 oder 6.000 Dollar und die erste große Maschine liegt dann bei 100.000 Dollar und weiterführende bis 600.000 Dollar. Und natürlich steigt das proportional an, je nach der Größe der Maschine, die ihr habt, aber es ist ein mühseliger Weg. Und das passiert euch nicht, wenn ihr von Anfang an die Goldnuggets mitnehmt, die in der Ranked Ladder sogar gespielt werden, weil sonst bist du echt bekloppt, bis du da irgendwas beisammen hast. Ja, und ich denke mal, da werden wir auf die nächsten
nächsten Wege draufschauen. Ebenso immer ein Auge hier auf Lumberjacks Dynasty halten. Wenn neuer Content kommt, geht's direkt weiter. Ja. Ach ja, wenn ihr Bock habt auf Farmers Dynasty zum Beispiel, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Wenn sich da ein paar Leute finden, die darauf Bock haben, dann kram ich das auch raus. So, jetzt ad hoc von mir aus würde ich es jetzt nicht spielen. Also nicht wieder spielen. Nicht spielen ist falsch ausgedrückt. Nicht wieder spielen, da ich das Spiel schon einmal privat beendet habe. Aber wenn ihr Bock darauf hättet, werde ich da gerne nochmal einen Blick werfen. So, was haben wir vergessen? Fehlt noch was? Oben im Dach fehlt was. Oben im Dach fehlt noch etwas. Wo sind wir denn? Da fehlt noch ein. So, das war der erste. Wie gesagt, wir müssen hier ein paar bauen von den Dingern. Und müssen halt schauen, dass wir dann mit unseren Holzstapeln dahin kommen. Aber ich muss leider wirklich sagen, getrocknetes Holz zu verkaufen, rentiert sich gar nicht so wirklich. Ne? Das letzte Mal das ausprobiert und mit $1,800 kriegt ihr für eine Fuhre, also für 6 Paletten. Ja, wenn ihr die fürs Eigenheim verwendet oder sowas, da seid ihr besser mit. Ist besser mit beraten, muss man ehrlich sagen. Da seid ihr wirklich besser mit beraten. Na komm, geh da rein. Dann beenden wir hier nämlich mal diese Aktion. Und dann informiere ich mich nochmal, wie ich denn meinen Onkel hier dazu bringe, mir zu sagen, was er denn haben will für die Bude. Weil wenn ich die noch triggern kann, die Quest, dann machen wir noch eine Folge, wo wir dann den Onkel zufriedenstellen. Dass wir auch wirklich so da angekommen sind. Beziehungsweise wieder auch nur der Aufruf, wenn ihr einfach mal eine Laberfolge haben wollt, wo wir nur Bäume fällen die ganze Zeit. Vielleicht mache ich auch mal einen Stream auf oder sowas. Das wäre auch mal interessant. Aber wie gesagt, da brauche ich euer Feedback. Ob ich mir die Mühe machen soll, ob sich das überhaupt rentiert in der Größe von Leuten, die ich erreiche, ob das überhaupt jemanden interessiert. Mal so ein Stream, wo man genau das eigentlich macht, was ich so normal privat spiele und hier rausschneide und es euch nicht zeige, nämlich das Grinden. Oder seid ihr wirklich am reinen Progress interessiert? Wollt ihr nur sehen, wie es nach vorne geht? Dann ist das für mich auch in Ordnung. Dann behalten wir die jetzige Gangart einfach bei. Aber das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinhauen. Und was ich auch gesehen habe, ist einfach 80%, über 80%, die meine Videos schauen, sind keine Abonnenten. Wie gesagt, drückt ruhig mal auf die Abo-Taste. Es kostet euch auch kein Geld. Weil 80% sind schon heftig, ne? Und die top aufgerufenen Videos von meinen Strategieausflügen nach Northgard oder so, da, wie gesagt, sind es 80-90%, die kein Abo haben. Deswegen nur keine falsche Scheu. Haut ein Abo raus. Aber wie gesagt, Abos sind nicht so wichtig. Wichtig sind Aufrufe. Viewtime. Das ist das, was zählt. Aber die Hürden von YouTube aktuell für kleine YouTuber, mal in den Monetarisierungsbereich zu kommen, sind so hoch gesteckt inzwischen, dass du das als Hobby-YouTuber niemals erreichen wirst, oder ja. Niemals will ich nicht sagen, weil
Niemals ist verdammt weit weg, aber es ist nahezu unmöglich. Also vor allem in den Greens, wo ich mich hier bewege. Aber Call of Duty spielen will mich ja auch keiner sehen. Ich bin einfach so schlecht in diesem Spiel. Also so schlecht im Vergleich zu den so guten. Ne, das wäre mir eine Nummer zu hart. Der Frustmoment bei diesem Spiel ist einfach so groß. Ich mag nicht fluchen. Weil Ausrasten und Ähnliches, ja, auch das gehört zu meinem Naturell. Das ist so. Das kann ich auch ganz gut. Aber für gewöhnlich spiele ich nicht solche Spiele, die mich dazu bringen. So. Da haben wir ja auch schon fast die ersten Strandhäuser fertig. Noch zwei Stück müssen wir bauen. Also mit dem sind es noch drei. Und ihr seht, der LKW ist fast leer. Es reicht, wird nicht reichen. Ich glaube, wir müssen das noch hier, das da auf der Seite noch bauen. Und das, was da hinten steht, auch noch. So. Deswegen brauchen wir da noch einiges an Material. Ja, das Ding, diese Teile zu bauen, füllt eine ganze Folge. Das hätte ich auch nicht erwartet. So. Wenn man echt so schön das alles aufbauen könnte in der Geschwindigkeit. Das wäre doch ein Träumchen. So, noch 6 Deal, noch 4. Das Blöde ist, dass die hier verschwinden, ne? Wenn ich jetzt hier, zack, ist die ganze Wand wieder weg. Und die letzten 100. Und dann haben wir nur noch ein Paket Holz zu Hause liegen. Ja, ich glaube, ja, 100 Latten. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wenn ich jetzt alles aufgebraucht habe, quatsche ich den Typen auch einfach mal an. Ich weiß, ist ein Bug or Feature. Es hat einfach letztes Mal einfach funktioniert. Erst, dass ich die Quest abgeben konnte, obwohl ich die Häuser noch gar nicht fertig hatte. Aber es sind, wie gesagt, sehr viele Hotfixes gelaufen. Es sind sehr viele Updates gemacht worden. Entwickler haben sich da wieder richtig schön reingehangen, um ihr Produkt wieder ein bisschen auf Spur zu bringen. Stück noch. Und das, was wir hier machen, ne? Wenn wir unseren eigenen Hof restaurieren wollen. Allein bei dem Wohnhaus hast du so viele Bretter und so viele Ecken, die du verschönern oder klicken musst. Ich sag euch, ich hatte mal auf einem Testspielstand damit angefangen. Ey, du machst stundenlang nichts anderes wie diese Bretter anzunageln. Duck, duck. Duck, duck. Duck, duck.
Ja gut, kannst du schön YouTube-Video bei gucken. Oh Mann, das kann interessierter Affe machen. Ich weiß gar nicht mehr, was. Ach genau, hier waren ja 5 Milchen, haben wir hierfür bekommen, dass wir den Quatsch hier machen. Was das? Das Haus war fertig, ne? Ja, genau. Das Haus war fertig. Dann das Haus und das da drüben noch. Aber wir haben nur noch 4 Holzdielen. Und noch. Und der ganze Boden ist wieder weg. So, das war's. Mehr haben wir nicht. Anquatschen. Können wir den Vogel nicht? Also. Wir haben das Haus noch zu machen und das Haus noch zu machen. Ja, das heißt, wir fahren wieder nach Hause und müssen uns wirklich ans Holzfällen machen. Dann muss ich meine Aussage revidieren von eben. Dann war das dann doch nicht unsere letzte Folge, weil wir mit dem Holz nicht hinkommen. Wir müssen mir definitiv noch einmal ran an die Luzi. So, nun gut. Dann soll es das bis dahin gewesen sein, meine Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir springen jetzt wieder zurück zum Hof. Das nächste Mal, wenn ihr die Äuglein aufmacht, stehen wir bei uns auf dem Hof. Und solange wünsche ich euch eine schöne Zeit. Schön, dass ihr mit dabei wart. Das war jetzt heute viel Quatschen, wenig machen. Aber das muss auch mal sein. Bis dahin, macht es gut. Ciao.